Ja Leute, da sind wir jetzt im zweiten Abschnitt von Dunkle Gewässer und da geht es einmal darum, nicht das Deck zu berühren. Ihr müsst also über die Container auf die Brücke gelangen, ohne einmal auf den Boden zu kommen. Das ist ein bisschen tricky, weil ihr dürft halt wirklich, wie gesagt, gar nicht den Boden berühren. Und ja, das machen wir jetzt. Gehen jetzt einmal hier rüber. Und dann hier hoch. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis halt die Container sich bewegen. Und so, das ist halt erstmal ein bisschen Geduldsspiel, weil wir warten jetzt, bis der eine Container hier wieder ankommt. Wir brauchen hier den blauen. Dann können wir auf die zwei grauen da drauf springen. Ist ein bisschen tricky. So, jetzt hier genau auf den drauf hüpfen. Zack. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auf die zwei Grauen kommen. Ja. Das können wir jetzt machen. Jetzt warten wir, bis der wieder ein bisschen näher kommt. So, ein bisschen warten. So, jetzt sind wir hier drüben. Da können wir dann wieder auf den roten gleich kommen. Das dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Ah, jetzt wäre es noch besser gewesen, wenn wir zu. Das ist halt wirklich ein Geduldsspiel. Die Männer hier könnt ihr theoretisch ignorieren. So, und jetzt sind wir hier oben. Und von hier können wir dann da drauf. Und können dann einmal gleich hier hoch. Dann können wir hier schon mal auf den roten gehen. Und dann können wir jetzt gleich da hochhüpfen. Beziehungsweise hier auf den roten kommen. Genau jetzt. So. Und jetzt wird es wieder ein bisschen tricky. Nehme ich erstmal hier auf den. Können das immer die grauen werken hier? Das sind immer so die Lückenfüller. So gehe ich jetzt hin. Auf den grauen. Kontrollpunkt erreicht. Es ist natürlich wichtig, dass er speichert. Wenn ihr natürlich noch nicht den Boden gut habt. So, dann kommen wir hier rüber. Abballern. Das Thema ist hier wieder so ein Grauer. Wie gesagt, das ist immer so der Lückenfüller. Dann gehen wir jetzt hoch, gehen wir rüber. So, Container bewegt sich jetzt wieder. Können die gleich auf den blauen gehen. So. Können wir hier noch ein paar Feinde töten. Hier unten auf den roten. Ja, deswegen machen wir das auf Rekrut, weil natürlich hier viele Leute rumballern und man uns relativ schnell in die Schnauze bekommt. So, gehen wir hier unten auf den roten, wieder auf den blauen und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft, weil wenn wir da drüben sind, dann können wir da hochgeklettert. Das Geländer. Ja, dann ist es eigentlich schon erledigt. Jetzt kommen wir hier rüber. So, hier drauf. Schon geschafft. Gerne hier weiter. So. Füße von Deck. Trophäe erhalten. Und ja, Leute, so geht das. Eigentlich relativ simpel. Ist halt wirklich ein Geduldsspiel. Am besten an der linken Seite komplett langlaufen. Und ja, dann sollte ich das auf jeden Fall schon schaffen.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen hochklickt, Abo hinterlasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Adios und ciao, ciao.